Zini macht Auge. 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 Zini macht Auge. Herzlich willkommen bei Zini macht Auge, beziehungsweise Zini liest Twitter, beziehungsweise Zini liest X. Danke, Elon Musk. Das ist echt nicht cool mit diesem X. Das float nicht. Twitter war schon ganz okay. Wie dem auch sei, ich habe es letzte Woche angekündigt. Ich werde hier, solange der Rubel rollt, werde ich hier wöchentlich Updates geben zu einem ganz besonderen Twitter-Nutzer. Ich habe es schon letzte Woche erwähnt. Ich habe mir jemanden quasi, ich habe mir was eingefangen. Und zwar einen Typ, der alles von mir minütlich scannt, screenshottet und dann wieder selber auf Twitter verbreitet. Jetzt war es mir letzte Woche passiert, dass ich eigentlich wollte ich den Namen konsequent pixeln, habe ich dann bei, ich glaube irgendwie Minute 17 dann vergessen, übersehen, wie auch immer. Den Namen kennen sowieso alle, die auf Twitter unterwegs sind, deswegen ist es eigentlich nicht ganz so wichtig. Nichtsdestotrotz finde ich, wir brauchen für dieses Subjekt irgendwie einen Namen. Und ich hab irgendwie gedacht, wir brauchen irgendwas Putziges, was aber auch so ein bisschen beschreibt, was das Problem ist oder worum es geht. Und dann habe ich eine KI bemüht und folgendes Ergebnis bekommen. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Und zwar nennen wir meinen größten Fan ab heute Waldi, der aufmerksame Beobachter. Diese KIs sind doch echt genial. Also man gibt so ein bisschen rein, was man braucht. Ich hätte gern so einen Hund, der so andere beobachtet. Und ja, rausgekommen ist ein ziemlich deutsch anmutender, beobachtender Waldi. Warum auch Waldi? Also man muss dazu sagen, die Person wirkt stark konditioniert auf alle möglichen Trigger, fängt er eigentlich an zu sabbern. Deswegen, das passt ganz gut. Ein guter Kumpel von mir hat mich dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass man mit Waldi eigentlich auch ganz schön irgendwelche Filmplakate neu gestalten könnte. Wie findet ihr denn das hier? Passt eigentlich ganz gut. Ich meine, Waldi macht eigentlich auch den ganzen Tag nichts anderes, als das Leben von anderen zu beobachten. Ja, wie schlimm war es denn diese Woche? Wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal Waldis Twitter-Feed durch und fügen einfach einen Cine-Counter ein. Wie oft hatte diese Person eigentlich diese Woche über mich gesprochen? Ich bin gespannt. Und es geht los. Ja, hohe Pace zu Beginn. Oh, schon 15 Tweets. Wir wissen alle, eine Woche hat nur 7 Tage, wenn man da zu schnell startet. Oje, oje, jetzt kommen wir schon in den kritischen Bereich. Die letzten Tage mehr als 35. Waldi hat also gute 38 Mal diese Woche mich erwähnt oder über mich gesprochen, mich gescreenshottet und so weiter. Ich wusste gar nicht, dass ich selber so viel Content geliefert habe. Die nächste spannende Frage ist ja, macht sich das eigentlich bezahlt, dieses Konzept hier? Wie viel habe ich mit dem letzten Video über Waldi eigentlich verdient? Das schauen wir uns jetzt mal an. Stand jetzt hat das Video von letzter Woche über Waldi, meinem größten Fan, gute 7600 Aufrufe erzielt. Ich habe 82 neue Abonnenten dazu gewonnen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, jetzt abonnieren. Das wird noch eine Riesen-Story, ich sag's euch. Waldi ist das neue große Ding. Und jetzt die interessante Zahl. 37,66 Euro wurden mit diesem Video an Einnahmen generiert. Ist jetzt fürs Essen gehen mit mehreren Personen, wird's ein bisschen knapp. Das Schöne ist aber, ich kann ja mal wie immer auf meine Zuschauer vertrauen. Denn einige von euch finden die Idee, dass man mit Kommentaren der Hater Geld macht, so prickelnd, dass sie eben nicht nur den YouTube-Werbeeinnahmen vertrauen wollen, sondern mich auch noch direkt unterstützt haben. Zum Beispiel gab es von Christian 3 Euro und er schrieb dazu 1 Euro für dich, 1 für deinen Stalker. Den nennen wir jetzt nicht mehr so, der heißt ab jetzt Waldi. Gib nicht alles auf einmal aus. Und noch 1 für das Sparschwein, nicht, dass es hungrig ins Bett muss. Und Hunger ist hier das Stichwort. Ich sagte ja bereits, wenn ich mit diesen Videos irgendwie ein bisschen Geld machen kann, dann möchte ich davon lecker essen gehen. Und genau das habe ich gemacht, denn es waren nicht nur die 37 Euro. Denn ihr Zuschauer seid einfach so total bekloppt. Viele, also er war nicht der Einzige, viele haben daraufhin den Donation-Button gehämmert und gesagt, nee, komm, diese Anschuldigungen auf Twitter, das musst du dir nicht gefallen lassen. Wenn bei YouTube nicht genug zusammenkommt, hier hast du noch was. Das
heißt, von euch Zuschauern kam im Prinzip direkt im Anschluss zu dieser Sendung von letzter Woche, beziehungsweise vom Video von letzter Woche, nochmal ungefähr 100 Euro da oben drauf. Ich war essen mit zwei Freundinnen von mir. Wie das aussah, das seht ihr jetzt. So, wie versprochen, ich habe gesagt, wir werden die Einnahmen verfressen. Einmal winken. Was nehme ich denn? Halt mal fest. Vielen, vielen Dank. Der geht auf deinen Nacken. Bis hierhin ist das Konzept schon mal sehr gut aufgegangen, aber wir können das Ganze ja natürlich nicht Sini liest Twitter nennen, wenn Sini gar kein Twitter liest. Also, es geht direkt los. Unser lieber Waldi hat nämlich mal wieder was ganz Interessantes geschrieben. Ich weiß nicht genau, wann es in der Woche war. Er schrieb, Medienkompetenz die. Es ist schon spannend, dass der rechtspopulistische YouTuber Sinan Kurtulus aka Sinans Woche einerseits die Inhalte von Aaron Pilka aka Schlomo zum Kotzen findet, aber gleichzeitig sich von ihm folgen lässt, dann unterbinde doch den Follow oder blocke ihn. Anstrengend, egal, wir schaffen das. Also, worum geht's? Diesen Post, ich weiß nicht genau, wo der geschrieben wurde. Bei Twitter gibt's ja ganz lange, ellenlange Diskussionen und irgendjemand, ich kenne den nicht, hatte dann geschrieben, ist das wirklich das, wofür du als liberal-konservativer stehen willst? Ich weiß gar nicht, ob das auf mich bezogen war, weiß ich nicht. Manchmal reden ja auch andere da und man klingt sich ein und klingt sich aus. Auf jeden Fall hatte er was geteilt von einem Schlomo mit dem Hashtag Stolzmaus und Stolzmonat. Und da sieht man die Stolzmaus mit den angedeuteten Deutschlandflaggen. Und hier gibt es den Abschiebefund und das ist ein AfD-Elefant. Also wir sehen so ein witziges Meme von der AfD. Ich weiß nicht genau, wer sowas macht. Ist nicht mein Humor, ich finde es völlig daneben und habe deswegen das Kotze-Emoji bzw. das Übelkeits-Emoji drunter gepackt. Man könnte ja jetzt denken, das wäre ein Statement. Könnte man. Aber Waldi ist anders konditioniert. Waldi macht daraus eben was anderes. Denn unserem Waldi ist ja nicht entgangen, dass ich dieses Posting zum Kotzen fand. Dass ich AfD-Meme-Scheiße blöd finde, dass ich Rechtspopulismus ablehne. Das hat er schon gemerkt. Aber wenn das so ist, dann kann man dem Sini ja gar nichts Böses unterstellen. Wir müssen doch irgendwas finden. Ja, die Spürnase Waldi kann das natürlich. Also wird mit der guten alten Kontaktschuld angefangen. Warum lässt du dich denn von ihm folgen? Oder warum lässt du zu, dass er dir folgt, dieser Account, den ich nicht kenne? Also, dass einem das auch selber nicht so peinlich ist. Das ist wirklich so schlecht, dass ich mich manchmal frage, ist Waldi ein Troll oder meint er das ernst? Ich weiß es nicht. Also, Waldi erwartet von mir, dass ich proaktiv jetzt gucke. Ja, es folgen mir über 4000 Menschen bei Twitter. Es ist meine Aufgabe, es ist meine Reichweitenverantwortung, dass ich jetzt die 4000 durchgehe und die Timeline scanne. Und wenn da irgendwas ist, was dem Waldi nicht passt, ne, dann muss ich den Typen verhindern, dass der mir folgt. Merkt man wirklich nicht, wie geistig völlig verblödet das ist? Kommen wir damit zu einem Tweet, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht mehr so lustig ist. Da fängt es dann wirklich an, ein bisschen unangenehm zu werden. Was hat unser lieber Waldi gemacht? Ich würde behaupten, er hat ein bisschen die Kontrolle verloren. Er schreibt nämlich, ach so, deswegen ist's im so ruhig. Und das, was ich hier gepixelt habe, ist Teil meiner Adresse, meines Wohnortes. Und ja, diese Methoden, man kennt das immer mal so ein bisschen mit einfließen lassen, dass man ja weiß, wo derjenige wohnt, ja, oder auch vielleicht in der Hoffnung, dass das irgendjemand anders nochmal liest und nochmal genau weiß, wo ich eben wohne. Ja, also ich persönlich würde sagen, das geht ganz klar in Richtung Drohung. Ich weiß nicht, ob Waldi klar ist, was er da tut. Ist das eigentlich schon justiziabel? Ich kenne mich da nicht aus und ich habe auch persönlich überhaupt gar kein Interesse an irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten. Deswegen, ich mache das lieber in lustigen Videos.
Könnt ja mal was dazu sagen. Vielleicht kann ja mal das hier einer klippen und dem Herrn Solmecke bei YouTube schicken. Mal sagen, wie das ist, wenn jemand so Adressteile mit so einem, ja, mit so einer Info da irgendwie noch versieht. Deswegen ist es so ruhig, da wo ich wohne. Ich weiß nicht genau. Man kann da sehr viel reindeuten. Ich möchte das nicht machen. Ich habe es gelesen und fand es ein bisschen merkwürdig. Waldi, aus. So wollen wir nicht spielen. Aus. Pfui, Waldi. Nicht machen. Andere Sachen sind okay, aber das nicht okay. Der nächste Tweet ist auch extrem spannend, denn er verrät ein bisschen was darüber, wo Waldi politisch steht. Dass diese ganzen Waldis auf Twitter gerne mal behaupten, sie wären links, das wissen wir. Aber merkt man das denn auch an der Art und Weise, wie sie schreiben oder was sie so sagen? Ich finde, das hier spricht für sich. Waldi schreibt hier, wäre mir ja peinlich, würden mir 2.500 Euro die Woche versprochen, mich dann über YouTube-Einnahmen für einen Döner zu freuen. Ja, wie kommt er dazu, das zu schreiben? Ich hatte ja gesagt, die YouTube-Einnahmen, die ich mit diesem Video generiere, die verfresse ich. Und wenn es am Ende irgendwie ein Döner wird, dann freue ich mich. Wir haben gesehen, es ist ein bisschen mehr geworden. Es wurden 3 Döner-Teller. Aber gut, was steckt denn dahinter, was er hier schreibt? Er freut sich darüber oder hat so eine Schadenfreude darüber, wenn jemand wenig Geld verdient? Ist das irgendwie eine linke Position, sich über Menschen mit geringem Einkommen lustig zu machen? Das wäre mir sehr, sehr neu. Also ich kenne eigentlich diese Denke, dass wir den Erfolg von Menschen immer mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg verknüpfen. Das kenne ich eigentlich nur so vom Ultrakapitalisten, von Neoliberalisten. Also mich widert das ehrlich gesagt ziemlich an, sowas zu lesen. Und das zieht sich bei Waldi auch komplett durch die Timeline. Also man kann davon ausgehen, jede Woche wird nochmal gescreenshottet, was habe ich in der letzten Woche verdient. Und wenn es weniger war als in der Vorwoche, dann freut er sich ungemein. Ich glaube, würde ich am Hungertuch nagen, also würde es mir richtig schlecht gehen finanziell, dann würde er sich freuen. Und das ist etwas, das ist für mich so zutiefst gar nicht links. Ja, das ist wirklich ein Menschenbild, also selbst wenn ich Menschen nicht mag, ja, dann gönne ich denen trotzdem nicht den Ruin. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass ich einem Menschen sowas wünsche. Dieses Menschen nach Reichweite, Klicks und Geld zu bewerten, ne, das finde ich richtig, richtig. Und wie ich sagte, machen das interessanterweise sehr viele Pseudo-Linke, sich über die Einnahmen von anderen Menschen lustig machen. Hier schrieb er zum Beispiel, warum ist mal wieder 1-Euro-Challenge-Zeit, war mal wieder zu viel Monat, aber zu wenig Geld über. Und da bezieht er sich auf die letzte Sinans-Woche-Folge, wo ich wieder eine 1-Euro-Challenge gemacht habe. Warum betone ich 1-Euro-Challenge derartig? Denn jetzt kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung oder des heutigen Videos zu meinem absoluten Highlight, zu meinem Sahnehäubchen von Waldi, denn ich habe die 1-Euro-Challenge ja gerade bei Sinans Woche laufen. Und zwar war die Idee, das Ganze mit der Sonntagsfrage zu verknüpfen. Hier ein Screenshot der aktuellen Sinans Woche-Folge. Wir sehen hier Zahlen 0 bis 8, ja, Nichtwähler, CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD, Sonstige oder sag ich nicht. Und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, was könnten diese Zahlen bedeuten bei einer 1-Euro-Challenge? Ja, Menschen, die noch irgendwie 2 funktionierende Gehirnzellen in ihrem Kopf haben, raffen natürlich sofort. Das ist die Botschaft, ja, also die Nachricht 01234 bis 8. Und das Ganze wird versehen mit einer 1-Euro-Zahlung. Deswegen heißt das Ding ja 1-Euro-Challenge. Und was machen 2 Raketenforscher auf Twitter daraus? Hier fragt einer unseren lieben Waldi, Alter, hast du die Challenge schon im Video gesehen? Mit der Spende? Hab ich doch richtig verstanden, das, was du wählst, das sollst du spenden, oder? Ja klar, und clever wie er ist die AfD natürlich das Teuerste. Er weiß schon sehr genau, wer ihn schaut, Zwinker. Habt ihr verstanden, wie dämlich das ist? Die 2 Jungs da, kannst du gar nicht aussprechen, die glauben, man müsste bei der 1-Euro-Challenge dann 0 bis,
0 bis 8 Euro spenden. Wie mache ich bei PayPal eigentlich eine 0-Euro-Überweisung? Hä? Und warum heißt das Ding wohl 1-Euro-Challenge? Und hier sind auch so richtig krasse verschwörungstheoretische Vibes irgendwie drin. Also, Waldi geht davon aus, dass ich die AfD extra mit der Zahl 6 versehen habe, damit das teuer ist, weil ich angeblich so viele Zuschauer habe, die AfD wählen, damit es für die teuer werden wird, damit ich viel Geld verdiene. Alter, das ist eine richtig, richtig gute Verschwörungstheorie. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, ja, was ist denn dabei rausgekommen? Wie sieht denn deine Wählerschaft aus? Ich habe schon eine erste Hochrechnung gemacht, die verrate ich euch aber nicht. Gibt's am Freitag in der Sendung. Das sehen wir am Freitag in der Sendung. Ich finde, an diesem letzten Tweet hier sieht man einfach nochmal ganz schön, wie hasszerfressen die beiden sind. Also sie sind so voller wütender Emotionen auf mich, warum weiß ich immer noch nicht, dass sie wirklich anfangen, die wildesten Theorien zu spinnen, dass sie die einfachsten Dinge schon übersehen, dass das Ding zum Beispiel 1-Euro-Challenge heißt. Da ist der Kopf schon so auf Wut, dass man das alles gar nicht mehr sieht, sondern sich nur noch die Frage stellt, was tut der böse Sinan jetzt schon wieder? Der hat doch schon wieder irgendwann einen Plan ausgeheckt. Und das ist echt faszinierend, wie man den beiden beim Schäumen zugucken kann. Wird auch nochmal deutlich, denn dieser Kollege hier hat auf den Waldi auch nochmal geantwortet. Und wollte sich quasi nochmal absichern und schrieb, okay gut, ich bin doch noch nicht vor Wut komplett blöd. Doch. Genau das ist wohl offensichtlich passiert. Und damit geht wieder eine sehr unterhaltsame Twitter-Woche zu Ende. Danke, Waldi. Hast du fein gemacht. Und jetzt weitermachen. Die 38 gilt es zu schlagen. Ich bin gespannt, ob dieses Video auch wieder so gut zünden wird. Falls ja, werde ich meine Freundinnen natürlich mal wieder zum Essen einladen. Die freuen sich im Übrigen tierisch darüber, dass sie ab jetzt irgendwie öfter mal zum Essen eingeladen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.